Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück zu GTA Online. Und ich rede total beschissen, weil mir in die Eier getreten wurde. So, nee, eigentlich nicht. Aber wieder dabei der KBT Panda, der Ewig Driftgott und das Maultier Lamm oder auch besser bekannt als Killer Garnele oder auch bekannt als Ferb oder als Fabian oder als Astrono, Promo, weiß ich was. Er hat einfach viel zu viele Namen, viel zu viele Nicknames. Wir können es einfach nicht mehr auseinanderhalten, diesen Typ. Tja, schwierig. Ja. Schwierig, ja. Ich muss mal kurz zurück nochmal. Anfangswaffe, jeder hat seine eigenen Waffen. Gut, dann kaufe ich mal erstmal hier Panzerung und den ganzen Scheiß. Also ich fange ja erstmal schön mit der Minigun an, ne? Ja, natürlich. So, ja, wir spielen, haben wir noch gar nicht gesagt, wir spielen Überlebenskampf, weil wir eh zu viert sind. Darum geht es, da gibt es verschiedene Gegnerwellen und wir müssen so lange überleben, wie geht. Und 7 Wellen schaffen wir. Ja, und das sagst du an, ich sag 5 schaffen wir, wenn wir uns gut anstellen. Ja, wenn wir uns gut anstellen, 5 ist möglich. 3. Ja, und das Ding ist so, wenn es können alle sterben, bis auf einer. Einer muss es schaffen, dann sind in der nächsten Runde wieder alle da. Das ist so der Punkt. Aber es wäre halt besser, wenn alle überleben, weil dann kann man Munition und so aufsammeln, weil Munition wird noch eine ganz wichtige Rolle sein. Ja, der Panda muss es mal zeigen, was er kann. Ja, bin mal gespannt, der Panda mit Level 2 hat natürlich ein bisschen mit mehr Level Waffen 2. wie mit Level 1. Ein bisschen. So. So. Oh, ich hatte eigentlich gar keine Pushkarte. Alter! Die liegen ja mehr. Guter Start, ey. Guter Start. Oh, ich bin so, aber nicht so beweglich mit dieser. Ja, wir sollten ein bisschen abdecken. Wir sollten nicht so zu weit auseinander sein. Hier ist eine Weste. Hier wechsle ich mal auf die Lenkrakete. Die können wir nämlich brauchen. Oh, eine Weste. Das ist eine Weste hier bei mir. Panzer. So, ich nehme mal die schwere Schrotflinte. Die ist nämlich eine richtig Weste. Geil. Ich habe eine Weste schon. Ich habe eine gekauft. Von Silvester. Ich mach mal die Ecke. Macht ihr die rechte Ecke? Okay. Nee, die rechte Ecke macht niemand. Dann mach ich die jetzt halt. Weil Panda steht da mit der Minigun. Der macht das schon alleine, glaube ich. Leider. Wenn ihr jetzt denkt, warum ich eine Schrotflinte habe, das ist die schwere Schrotflinte, die ist relativ präzise. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ist eigentlich wie so ein. Ja, wenn man halt einen Kopf trifft, ist sie sehr präzise halt oder macht sehr viel Damage. Alter, guck doch mal. Die Munitionskosten sind immer ein bisschen immens hier in dem Modus. Ja, also Gewinn macht man definitiv nicht, aber Spaß macht's. Ja, Spaß macht's immens. So, ich glaube, wir haben die erste Welle schon fast geschafft. Ne, die Hälfte haben wir erst. Unten rechts sehen wir ja den Fortschrittsball. Oh, die spawnen aber alle auf einem Fleck, so. Ja, deswegen habe ich die Schrot. Genau aus dem Grund. Oh, ich hätte fast den eigenen abgeschossen. Das war's. Welle 1. Süß. Die rote Welle ist beendet. 7 Kills von Maultier Lamm. Boah, Maultier Lamm, Alter, du bist ekliges Tier. Ich bin halt 7 Kills. Ey, Hammer. Der Epic KBT 90 Killer. Ja. Verstehst du? Nee. Okay. Dann habe ich jetzt nicht verstanden. Boah, 5 Sekunden. Bereit machen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott. Ich hab auf. Inferno. Nee, zweite Welle ist noch easy, dritte Welle wäre dann schon heftiger. Ja, wir schießen auch nicht. Läuft. Alter, ich krieg's von hinten. Kümmert euch mal um die hinter mir. Ihr habt jetzt ja gerade was gesehen, ey. Boah, wo kam die denn her? So, wir haben mal eine Granate. Oh! Auf Way, warte, ich komm rüber. Passt alles. Ah, irgendwo knallt mich was ab. Hinter uns. Ah, hinter uns. Aber man sieht erst zu spät. Das ist voll ja, das musst du selber Auge aufmachen. Das ist wie ein DayZ. Nur da wird's nie angezeigt. Ich will da nicht voll wenig Erfahrung, wenn man einen killt. Den. Halt. Ja, normal 25. Ja, aber klar, hier Killstart ohne Ende. Boah, jetzt muss ich auf jeden Fall Medikit und Ding aufnehmen. Jetzt habe ich nämlich richtig. Boah, ich hab nur einen gekillt. Was denn? Alter, Maultier Lamm. Was? Ich hab 5 Leute getötet. Mega der Killer hier. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Heal und Annäherungsminen. Gut, das ist ja gut. Ich brauche auf jeden Fall jetzt ein Ding hier. Ja. Ja, wenn du Minen legst, ne? Nicht dahin legen, wo. Wo mir läuft, bitte. Ja. If possible. Aber wir können eigentlich die Position fast behalten. Wir müssen nur auf die hinter uns immer aufpassen. Ein bisschen Rückendecken. Das ist blöd, dass die erst so spät angezeigt werden. Boah, seitlich von mir. Dies. Alter, da. Oh, von vorne ewig viele. Ich hab schon die halbe Energie weg, ey. Warte, ich werfe mal wieder Granate. Vorsicht. Oh, hier brennen sie jetzt aber. Wo sind die ganzen Gegner? Ja, vor allem da kommt gleich in der Welle, kommt immer nochmal eine Welle. Das finde ich immer so lustig. Das ist die Welle. Neue deutsche Welle. Ich brauch mal Leben. Nein!
Ein Teammitglied ist gestorben. Jetzt kommen Autos, aufpassen. Ja, das habe ich gemerkt, als es mich erfasst hat. Können wir das Auto klauen eigentlich? Wäre lustig. Ja, du kannst fahren, aber es bringt eigentlich nichts, ne? Du könntest eigentlich die Straße blockieren, dass sie nur durch den einen Durchgang kommen, aber. Wer zu war noch nicht. Doch, einer fehlt noch sowieso. Sieht, ein Strichle fehlt da unten noch. Ein kleines Strichhölle. Gucken wir mal. Lass erstmal ein bisschen einsammeln, wenn der uns jetzt nicht immer. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Dann können wir ein bisschen Munition, ein bisschen Geld, was da rumliegt, einsammeln. Ja, ist immer gut. So, der ist jetzt von sich aus gestorben anscheinend. Instant. Der hat sich jetzt getötet. Oh, Alter, Maultier haben 7 Kills. Epic hat 15 Kills gemacht. Ja, das erzähle nicht. Maultier ist übel. So, jetzt hier, ich brauche diese Weste. Ja, gut, ich bin schon ein bisschen krasser, muss ich sagen, aber das war schon übel. So, ich gehe mal auf die Seite. Io. Helikopter müssten jetzt kommen in der Welle. Ja, das aber ich hab ja einen Lenkraketenwerfer, das passt schon. Den ja, ich. Gib du die Kohlen aus. Ja, okay. Passt schon. Es geht ja um den Erfolg, nicht um die Kohlen. Natürlich, die Gruppe. Ich sehe noch gar keinen. Ich höre nur Schüsse. Oh, hinter uns. Ich werde schon angeschossen, obwohl hier noch gar keiner gespawnt ist. Das ist so. Ja, das ist, die schießen aus dem Epic macht das schon. Tarnkappe. Nee. Ich werde immer so geil gespawnt. Heli ist da. Einfach auf. Heli, ja, ich mach Heli. Muss ich nur ins Ding kriegen. Wo ist er? Wo ist er? Da bin ist er. Ich bin tot. Oh. Heli weg. Nice. Habt ihr schön. Es war immer, wir haben die Mission, ich muss euch ja mal sagen, also wir Pixelhelden, wir Standard-Pixelhelden. Wir sind alle Pixelhelden, aber egal. Haben die das auch öfters mal probiert, wo wir noch ganz niedriges Level hatten und noch keine Waffen. Und bei der Heli war eigentlich immer der Endgegner. Ja, da war dann fertig. Ja, da haben wir ein, zwei Mal runterbekommen, dann war. Ja, ja, aber dann kommt bei der nächsten Mission kommen halt gleich zwei. Ja, das ist dann schon schwieriger, wenn du nur zu zweit bist. Ja, also Welle 4 haben wir überlebt, 5 haben wir angesagt. Ja, die Runde habe ich nicht so viel gekillt. Ja, ich habe 10 gesagt. Du hast 10 gesagt, Killerkanäle 7, ich habe 5 gesagt. Mal gucken, wer am Schluss recht behält. Ich meine, ich könnte ja einfach nach der 5. Runde einfach sagen, nö, hab keinen Bock mehr. Und uns alle killen, ne? Das wäre auch möglich. Ja, stimmt, dann würde ich gewinnen. Nee, mach ich natürlich nicht. Ich will natürlich auch so weit kommen wie möglich. Oh, warte mal, ich hole mir noch schnell die Energie hier. Weil Energie schadet nie. So. Ja, oh, ich könnte auch eine Wäsche brauchen. Ach, scheiß drauf jetzt. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht von hinten anballern, dann klappt das schon. Geht ich los. Auto präpariert. Da steht schon wieder einer. So, war von hinten wieder. Wow, Alter, der steht genau neben mir. Der ist tot. Es kommen hier gleich Autos. Boah, Auto. Oh, nein. Warte, Hunde. Ich mach's mit dem Raketenwerfer. Hier Hunde. Alter. Fuck, das war der falsche. Alter, die Gatling, ne? Hast du ein Problem damit? Nee, dieser Ultimate. Das sieht. Triffst du damit auch mal? Ja, ich bin fast tot, ich brauch Deckung. Ja, ich hab den Gang in. Ja, sagen wir mal. Unter Feuer. Ich brauch unbedingt Heilung gleich in der Runde. So. Das dürfte alles noch kein Problem sein. Komm nochmal ein Auto. Mach ich mit der Granate fertig. Oh, das fährt ziemlich schnell, okay, dann doch will ich nicht mit der Granate. Noch ein Auto. Ja, sagen wir, es kam. Sehr schön. Weil ich will die Raketen lieber für ein Heli aufheben. Einer noch, ein Pimpf. Ja, gewittert! Ich muss mich jetzt heilen auf jeden Fall. Ja, ganz schnell. Ich bin richtig low. Also 5 haben wir geschafft, wie angesagt. Richtig schlechte Runde von mir. Aber da hat auch einer Minigun, das zählt nicht. Den letzten gemessert. Unfair, ich brauch eine Weste, ey. Ich brauch eine Weste und ich brauch Heilung, definitiv. 15 Sekunden habt ihr noch, das ist echt noch. Oh, Alter, da gehen noch Autos in die Luft auf. Ja, das ist ewig gefährlich, ja. Da liegt noch ist Energie. Ist gerade hier der. Sehr schön. Der. Aufpassen, es gibt. Alter! Panther. Wie viel Munition habe ich noch? Muss gerade mal gucken. Ah ja, reicht auf jeden Fall noch locker. Ich hab nicht mehr viel. Oh, 1500. Da komm, 600. Gegner! Weil ich sitze zu weit vom Fernseher weg. Ich bin einfach zu kurzsichtig. Selbst mit Kontaktlinse. Scheiße. Ich sehe die nicht. Zu klein, alles zu klein. Aber ich wollte mir ja, das kann ich mal erzählen. Ich wollte mir ja ein zweites HDMI-Kabel kaufen. So ein 7,5 Meter Kabel. Plus so ein Switch. Das heißt, dass ich PC-Monitor verwenden kann und Fernsehmonitor oder halt Fernseh gleichzeitig. Also quasi TV.
dass ich dann quasi so zocken kann. Aber ey, das ist voll teuer, der ganze Spaß. Wenn du das komplett kaufen willst, hast du 60 Euro weg. Voll krass. Ja? Alter. Ja, mit Switch, mit Switch. Du musst auch noch einen Soundausgang rausnehmen, weißt du, dass du das Headset anschließen kannst. Ja, ja. Ja. Weil du musst das ja abkoppeln vom HDMI. Das ist echt scheiße teuer. Leck mich mal, 60 Euro müsste ich zahlen aktuell. Ich hab's einfach mal in den Warenkorb gelegt und hoffe, dass es billiger wird. Das liegt an euch beiden. So. Hinter dir. Ja, hinter mir müsst ihr euch kümmern. Lebt nicht mehr allzu so viele. Alter, ich krieg die ja kaputt. Die Pixelhelden leben noch. Also die. Was seid ihr schon tot, oder? Ihr seid alle Pixelhelden, aber ihr wisst ja. Fuck. Da liegen Granaten ja, hinter dir. Oh, fuck mich hin. Da. Aber wir sind in Runde 6, also hat keiner gewonnen. Doch ich? Ich hab gesagt 5 schaffen wir. Und ich hab gesagt, aber wir waren ja Level 6, also. Nein. Ja. Die 5. schaffen wir, habe ich gesagt. Also, und die 6. haben wir nicht geschafft, also habe ich gewonnen. Boah. Nee. Doch. Nee. Doch. Okay. Doch. Nein. $6,000 haben wir eingesagt, das ist einfach verdammt wenig. Okay, dann nicht. Ich will, was ist das? G-Einstufung heißt 3. Das finde ich geil. Klingt cool. Klingt cool. Na, was auch ist immer auch so. Das bedeutet. Spieler sammeln in Flugzeugen um die Wette alle 15 Flanken rund um den Mount Chiliad ein. Okay. Was, wir müssen fliegen? Oh Gott. Ja, mit Flugzeugen. Um Mount Chiliad. Oh mein Gott, das ist unmöglich. Voll das gut. Na, schauen wir mal, warum wir das hinkriegen. Alter, was für Musik hier kommt bei mir. So Musik kommt bei mir. Wunderschön, ey. Wupp. Ich glaube, Ray hat noch etwas Gras benutzt von der... Ich glaube, Marihuana Mission aus der letzten Folge, definitiv. Wir hatten auch einen ganzen LKW voll, das ist eh nicht aufgefallen, dass da eine Ladung oder eine Kiste gefehlt hat. Eine Kiste, gleich komplett inhaliert. Eine Kiste. Ah, ja, deswegen bin ich auch so ruhig, ey. Ich zieh gerade die ganze Zeit ein. Immer kurz Mikro muten und dann... Ja. Sitzung wird gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich höre schon Chatgeräusche. Alter, was wird jetzt mal? Hat das nur eins sammeln, oder was? Sieht ja langweilig aus. Ja, das erste Team, was am meisten hat. Achso, wir haben 4 Teams, geil. 4 Teams und. Oh fuck, ich hab den ersten Checkpoint schon verpasst. Boah. Also müsste ich. Alter! Wollt ihr mich verarschen, bitte? Oh. Ich sehe die Checkpoints gar nicht. Die sind ewig nah am Boden! Ich hoffe, da hat mir die Flugschulausbildung was gebracht. Boah! Irgendwie ist meine Steuerung weg kaputt. Was ist da los? Ziehe gar nicht. Das ist ewig übel. Vor allem mit diesem scheiß schnellen Chat. Da hätten sie auch können so ein Propellermaschinchen nehmen können, oder? Alter, meine Klappen sind kaputt. Ich fliege einfach Richtung Himmel. Ich glaube, du kannst sterben. Dann fängt es einfach von neuem an. Ja, ich kann aber auch nicht sterben, weil ich einfach noch gerade hochfliege. Und ich Leute, ich helfe dir. Achso, man kann sich auch gegenseitig wahrscheinlich abknallen, ne? Alter, ich hab echt gerade, ich kann nichts mit. Super, das ist der Treibstoff hier, also ich denk mal. Ja. Hol dir alle Flaggen, Alter, die haben doch echt einen Knall. Vielen Dank. Ich bin dir drauf geknallt. Die Flaggen voll schlecht, weil alles so gelb ist. Da unten ist noch eine Flagge. Also die Ding-Missionen sind deutlich schwieriger. Alter, wie es geht, machen sie alle wieder Jagd auf mich. Das war's. Oh. Mit mir. Jetzt stirb! Wenn du einen Schuss abkriegst, ist das Ding nicht gleich kaputt. Nee, es ist nur unten manövrierunfähig. Das ist halt scheiße. Ist wunderschön, gell? Nee, das ist einfach scheiße. Wahrscheinlich ist fertig, sobald der erste alle hat, oder? Wahrscheinlich. Alter, die siehst du so schlecht, die Flaggen? Das ist kacke, Mann. Wieso machen sie die gelb und nicht blau oder rot, oder? Alter, das ist ja. Ich habe 2 Flaggen bis jetzt gesammelt. Alter! Boah, wenn ich das geschafft hätte, das wäre der Trick des Jahrtausends gewesen. Aber ich hab's nicht überlebt. Na, das passiert, ne? Manchmal kannst du den Schub wegnehmen, dann
Nein, der voll, wenn du nach unten gehst, voll nach unten. Alle auf mich, ich sehe euch nicht mal. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, dass ihr mich die ganze Zeit abballern könnt. Im Himmel! Alter, wer schießt gerade auf mich? Ich hab auch eine Rakete im Nacken. Ich zieh die Flaggen halt echt nicht, das ist keine Ahnung. Total tricky. Oh, gerade nicht. Fuck. Ich mach das voll wie so ein Noob. Ich fliege immer voll auf den Berg drauf, dass ich die Flagge krieg und stirb dabei. Hat alle Flaggen, ey. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, einer hat schon 13, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Mal abgeschossen worden. Das war voll scheiße, dann hätte ich da auch schon mehr wahrscheinlich. LOL! Sieh die echt nicht, das ist echt scheiße. Die sind so klein, die Flaggen gemacht. Jungs, ich muss euch sagen, ich habe gewonnen. Ich weiß. Ja, ich bin zweimal selbst mal gemacht, war dumm, und einmal wurde ich abgeschossen. Das hat mir total viel Zeit gekostet. Aber ich fand, ich habe die auch nicht gesehen, die Flaggen, das war voll scheiße. Immer erst kurz davor. Nee. Ja, die Mission fand ich echt scheiße. $14. Die fand ich echt scheiße, die Mission. Also, die Idee ist gut, aber die Umsetzung war echt kacke. Muss ich ehrlich sagen jetzt. Der Typ im hässlichsten Bart hat gewonnen. Was ich immer gemacht habe, ich bin halt von unten Richtung Himmel geflogen. Dann hast du die halt eigentlich relativ gut gesehen. Okay, naja, ich hab die voll... Also weil der Berg halt so gelb geleuchtet hat. Fand ich dann nicht so gut. Gut, nächste Mission, was haben wir denn hier? Nee, nicht immer nochmal dieses heißt. Was ist das? Bootsrennen, das haben wir auch noch nie gemacht. Bootsrennen? Oh, das wäre auch mal was, ja. Ja, dann machen wir was anderes. Dann machen wir mal was Pier anderes. 400. No? Gucken wir mal. Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt. Sollen wir Punkt zu Punkt GTA machen? Punkt zu Punkt GTA ist mit Waffen. Ja, ist mit Waffen, genau. Schon lustiger. Töten! Ja, dann mach mal, dann hau mal rein. Wieso nicht? Ja, da hat jeder, glaube ich, die gleichen Waffen, oder? Ja, das wird okay sein. Und so ein bisschen GTA, das ist ja langweilig. Nee, da hast du halt so Items, die du aufsammeln kannst. Quasi wie bei Mario Kart. Genau. Wie kann man die dann verwenden nochmal? Das weiß ich nämlich gar nicht. Mit Hupe, glaube ich. Ah. Wo ist die Hupe? Mit A oder so. Linker Stick reindrücken. Okay. Alter. Dingy, nein. Jetpacks. Der Dingy ist aber voll gut. Der Dingy ist voll gut, ja, da hast du recht. Der Speeder ist halt natürlich am absolut krassesten. Oh ja. Yeah. Ich nehme den Speeder. Eiskalt. Heißes Pink, natürlich. Ah, oh, hallo. Schwarz ist schon in Nutzung, ich nehme schwarzer Stahl, so. Da bin ich mal gespannt. Ja, stimmt, man nimmt so Dinge. Aber man kann aber auch Waffen verwenden, die man hat, oder? Dachte ich. Ja. Okay. Oh je. Da weiß ich ja schon mal, was ich gleich verwenden werde. Auf die Bombe. Alle fahren dann ins Speeder. Der andere mit seinem pinken Mobil. Alter, lass mein pinkes Mobil in Ruhe, bitte. No-Touch-Zone, ja? Nee, ich kann doch keine Haftbombe verwenden. Ja, nein, gleich werden die Waffen erst freigegeben. Ach so. Alter. Alter, aber das Design ist eigentlich nicht so geil, da wo ich bin. Wir müssen jetzt lang. Hier. Alter! Was war das denn hier? Aber ich glaube, das ist gar nicht dafür konzipiert für GTA, weil das also. Gibt's gar nicht zum Arsch. Ja, Alter, das ist danke. Ewig scheiße zu fahren, das Ding. Gibt's da irgendeinen Trick da enger zu? Ah, da vorne gibt's, glaube ich, Waffen. Er ist schon tot. Ja. Da gibt's eine Rampe. Ich nehm die Rampe. Kann ein paar Tränengas-Dinger rumschmeißen. Das wäre doch voll geil. Ja. Wie kann man Turbo benutzen? Gar nicht. Die Turbo-Taste. Ah, ich weiß auch so, wie die Waffen-Dinger-Stick. Eindrück! Alter! Boah. Alter, das ist eh unwendig, das Ding, gell? Ich glaube, mit dem Jetski wärst du hier richtig Porno unterwegs gewesen. Ich hab erhöht. Nimm die. Geh mal die.
Aber zum Glück habe ich euch ja empfohlen, alle dieses Ding zu nehmen. Das heißt, jeder muss dieses unmanövrierbare Ding hier nehmen. Also ich finde das Ding eigentlich relativ gut. Ich komme da nicht... Hey, Alter, wieso kommt ihr so schnell durch die, um die Kurven? Hä, ich komme hier überhaupt nicht um die Kurven. Wie schafft ihr das? Ja, nein, ich häng fest. Und ich häng sowas von ultra fest. Ne, jetzt mal ehrlich, wie kommt ihr so schnell um die Kurven rum? Fang einfach mal. Oh nein! Ich komm überhaupt nicht um die Ecken mit dem Ding. Wer hängt auf dem Steg rum? Das bin ich. Das sieht ja aus. Scheiße, nein, wieso? Oh, cool, sogar noch gewonnen. Man hatte die ganze Zeit letzter gewesen und jetzt trotzdem noch gewonnen. Hä, yeah, aber wieso bist du so schnell um die Kurven gekommen? Ich musste ich hab keine Ahnung, fahren. Ich bin ganz normal weitergefahren. Ich muss fast anhalten, dass ich um die Kurven komme. Okay. Oh, ich konnte hier auch irgendwie total eng fahren. Nee, yeah, ich nicht, total nicht. Das war komplett. Aber du hast ja auch das gleiche Boot wie wir, oder? Ja. Da haben wir schon ausgestiegen. Der hängt dazwischen drin. Ja. Ich bin auf jeden Fall komplett gestrandet. Ja, du hättest die ganze Zeit X, Y drücken müssen, dann wär's da rausgekommen. Nur mal so als Tipp. Verdammt. Nee, aber das war echt komisch. Ich bin fast nicht um die Ecken gekommen. Deswegen, ich muss fast Band anhalten. Das war voll kacke. Ja, schon eine Handbremse oder so, ein Quatsch benutzt oder so. Das gibt's zwar nicht beim Boot, aber... Natürlich. Ja, aber bei GTA ist alles möglich. Da war es. Ist alles möglich. Ja. Ja, komisch. Ja, ich glaube, der Panda hat mal wieder seine Hexe gemacht. Ja, ich glaub's auch. Ja, natürlich, Junge. Dieser Cheater! Das fand ich nicht gut. Nämlich um den KBT Cheater. Finde ich auch nicht gut. So, ja, das war's wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sind raus. Und wir hören uns in der nächsten Folge, denke ich mal, wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.